Ist es wirklich schon fast 8 Jahre her, dass Demon's Souls meine damals dezent dahinsiechende Leidenschaft für Videospiele quasi im Alleingang neu entfacht hat? Dabei war ich zu Beginn noch so skeptisch. Plötzlich war da dieses ominöse Action-Rollenspiel in den USA erschienen. Fans wie Kritiker gingen steil und überschütteten den Underground-Titel mit Lob und horrend hohen Wertungen. Kann nicht sein, dachte ich mir. From Software? Das ist doch diese Nippon-Nischen-Klitsche mit den trashigen Eco-RPGs und Mau-und-Mech-Schlachten. Ausgerechnet die machen plötzlich den heißen Scheiß? Hochgradig unwahrscheinlich, sprach der ewig zweifelnde Berufskritiker in mir. Aber wie heißt's doch so schön? Selber zocken oder Maul halten? Ja, wir hatten einen ruppigen Start. Das lag nicht nur am heute berühmt-berüchtigten Schwierigkeitsgrad, sondern auch an den fast völlig fehlenden Erklärungen. Demon's Souls forderte längst vergessen geglaubte Gamertugenden. Nämlich, dass ich mich auch außerhalb der Spielwelt mit Wissen wappne. Ich meine, sorry, wer guckt denn heute noch in die Anleitung? Oder Lösungshilfen? Sind die nicht nur was für Noobs? Nein, weit gefehlt. Denn in den Souls-Spielen steht Wissen wirklich noch für Macht. Wenn ich an Demon's Souls zurückdenke, dann steigt so manch bittersüße Erinnerung in mir hoch. Vor allem an den Soundtrack von Shunsuke Kida. Der kommt bei vielen Lobpreisungen irgendwie immer zu kurz. Ja, okay, in Sachen Orchestrierung und Produktionsqualität kann der Score nicht mit den überprallen Soundcollagen späterer Souls-Folgen mithalten. Kidas außergewöhnliche Klangpartitur hat aber geschafft, was nur wenigen Spiele-Soundtracks gelingt: sich in mein Gedächtnis einzubrennen. Ich meine, hört euch doch nur mal die aufpeitschenden Chöre hier beim Duell mit dem Tower Knight an. Oder hier, der Kampf gegen meinen persönlichen Boss-Albtraum, den Flamelurker. Ah, wie diese fast schon dezenten, irgendwo zwischen Bedrohung und Melancholie pendelnden Klänge einen herrlichen Kontrapunkt zur schweißtreibenden Schlacht bilden. Ach, jetzt, ja, jetzt ist's vorbei. Ich glaube, ich lege in wonniger Erinnerung nochmal den Soundtrack auf. Und vielleicht, ja, vielleicht fange ich irgendwann dann doch nochmal mein New Game Plus an. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. Ah, Dark Souls. Was soll ich noch über dich sagen? Habe ich meine Liebe zu dir nicht schon genug kundgetan? Demon's Souls stieß das Tor zu einer neuen Welt auf, aber du warst die Reifeprüfung. Du hast mir längst verloren geglaubten Spielspaß zurückgebracht. Deine Open-Schlauchwelt, die vor Geheimnissen nur so strotzt. Eine Welt, in der alles möglich scheint. Ich springe einfach mal hier aus dem Aufzug, weil es halt irgendwie geht. Kann man da hoch? Ich glaube nicht. Oder doch? Der erste Versuch, der geht daneben. Ich glaube, das Spiel will nicht, dass man da lang geht. Aber da sind doch Stufen. Okay, ich versuche es nochmal. Fast. Vielleicht geht es doch. Okay, ich rolle. Es klappt! Ey, hier sind wirklich Stufen. Mal sehen, wo die hin... Warte mal, was ist... Was ist das? Ein Nest? Aber wo ist der Vogel? Ich kann mich hier einrollen? Ich warte. Es passiert nichts. Vielleicht fehlt mir ein Gegenstand. Muss ich den Vogel irgendwie anlocken? Aber womit? Na gut, ich glaube, das führt hier zu nichts. Ich gehe wohl einfach... What the fuck? Der Vogel! Der Vogel! Holy shit! Wohin führt er mich? Ich flieg weg! Ich flieg weg! Oh nein! Oder, oh ja? Ich weiß es nicht. Ich bin aufgeregt. Moment. Das kommt mir jetzt aber irgendwie bekannt vor. War ich hier nicht schon mal? Warte mal. Das ist doch das Startgebiet. Was soll ich denn hier? Dark Souls. Ich müsste Dichter sein, um die richtigen Worte zu finden, die meine Liebe zu dir beschreiben. Ist es deine zusammenhängende Welt? Das nahezu perfekte Kampfsystem? Der Schwierigkeitsgrad gepaart mit seinem genialen Belohnungssystem?
Das Monster-Design, Zen's Fortress, das Boulder Sidesword, Anno Londo, die PvP-Matches, das Terrorisieren anderer Spieler, das Helfen anderer Spieler, deine Musik, deine Stimmung, deine Geschichte. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nur, dass du für immer einen Platz in meinem Herzen haben wirst. Du und ich, wir sind wie Brüder. Wie Brüder im Geiste. Nein, noch viel mehr. Wir sind Soulmates. Ach, Dark Souls 2. Rückwirkend gilt es als das hässliche Endlein der Souls-Reihe. Ja, der Schmuh mit den geschönten Trailern und der etwas läppische Levelaufbau waren schon nicht so richtig geil. Aber ich mochte es trotzdem. Dark Souls 2 war sogar das erste Spiel der Reihe, auf das ich Souls-Spätzünder lange hingefiebert habe. Wenn ich mich an Teil 2 zurückerinnere, denke ich als erstes an ihn hier. Den Pursuer. Dieser olle, durch die Lüfte tänzelnde Ritterich, der mit mir anfänglich hart den Boden aufgewischt hat. So ein richtiges, hochnäsiges Souls-Boss-Arschloch halt. Ich habe mich wirklich schwer getan. Aber ein paar Stunden des Hauens, Hackens und Wegrollens später wendet sich das Blatt. Beim zweiten Aufeinandertreffen bin ich der tänzelnde Strahlemann und der Pursuer nur noch Altmetall, das sich seinem Schicksal als Schrotthaufen noch nicht bewusst ist. Jeder Hechtsprung sitzt. Die Schläge des Pursuers, Luftlöcher. Dark Souls 2 steht, ebenso wie alle anderen Serienteile, für ein unheimliches Vertrauen in uns Spieler. Das fetteste Breitschwert und der dickste Brustschutz sind nur nutzlose Requisite, wenn wir damit nicht umzugehen lernen. Und Dark Souls 2 lässt mich Stück für Stück die Spielregeln verinnerlichen, mich wachsen, bis ich letztlich der König von Dranglake bin. Und wie so oft eine Welt in Scherben hinterlasse. Nur blöd, dass meine Welt ohne Souls jetzt auch in Scherben liegt. Obwohl, vielleicht ist genau das ja auch das passende Ende der Reise. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Eines der faszinierendsten Features der Souls-Reihe war für mich immer, mit welcher Selbstverständlichkeit die Entwickler Inhalte in ihren Spielen verbauten, die man mit etwas Unachtsamkeit komplett übersehen kann. In einer Zeit, in der man in nahezu jedem anderen Videospiel Inhalte für viel Geld dazu kaufen muss, um das volle Spielerlebnis zu bekommen, versteckt From Software einfach so ganz bewusst mehrere Stunden Ingame-Content hinter geheimen Wänden, die 50% der Spieler höchstwahrscheinlich nie zu Gesicht bekommen. Diese Spielereihe fordert von seinen Spielern alles, vor allem unsere Aufmerksamkeit. Seit Teil 1 schlage ich daher wie ein Irrer gegen jede Wand in den Souls-Spielen, die irgendwie verdächtig aussieht. Von außen betrachtet muss das eigentlich ziemlich bescheuert aussehen. Aber diese unendlich befriedigende Freude, die ich empfand, als ich in der Kammer hinter dem Bosskampf gegen Osiris einen Geheimgang fand, der in eines der coolsten Areale der gesamten Reihe führte, ist offen gestanden mit nicht zu vergleichen. Selbst nicht mit dem ersten hart erkämpften Sieg gegen Ornstein und Smaug. Dark Souls 3 ist dank PS4-Power der schönste Teil der Reihe, ja. Die Bosse sind endlich wieder individueller gestaltet und wirken nicht mehr wie lieblos aufgereihte Stangenware, auch schön. Aber es war dieser Moment, der mir wieder klar machte, was für ein Schatz uns der Videospielgott in Form von From Software und deren Dark Souls-Reihe geschenkt hat. Ich kann und will nicht glauben, dass das jetzt zu Ende sein soll. Aber in meinem Herzen lebt die Reihe einfach ewig weiter.